Hallo und willkommen zu einem Video zum Funktionsgleichung erstellen. Der Graph der Funktion f ist eine Gerade, die durch die Punkte p ist 2, 8 und q ist 4, 4 verläuft. Gesucht ist nun die Funktionsgleichung der Funktion f. Allgemein sieht unsere Gleichung einer linearen Funktion folgendermaßen aus. F von x ist k mal x plus d. Wir haben also zwei Parameter, die wir ermitteln müssen. Dementsprechend brauchen wir zwei Informationen, die wir gegeben haben durch die Punkte P und Q. Wir wissen, der Punkt P hat die Koordinaten 2, 8, der Punkt Q hat die Koordinaten 4 und 4. Das heißt, wir können nun diese beiden Koordinaten jeweils für x und f von x einsetzen. Tun wir das für den Punkt P, der also ein Element unseres Funktionsgraphen ist, so ergibt sich die folgende Gleichung. 8 ist der f von x-Wert an der Stelle, 2 ist gleich k mal 2 plus d. Dasselbe für den Punkt Q, der ebenfalls ein Element unseres Graphen ist. Für den ergibt sich 4 ist gleich k mal 4 plus d. Natürlich lässt sich dieses Gleichungssystem auch mit Technologie sofort lösen. Allerdings ist es auch in diesem Fall sehr einfach, das händisch zu erledigen, indem man einfach diese beiden Gleichungen voneinander subtrahiert. Es fällt dann nämlich sofort der Parameter d heraus. 8 minus 4 ist 4. 2 mal k minus 4 mal k ist minus 2 mal k. Nach Division von minus 2 erhält man also sofort k gleich minus 2. Den ersten Parameter der Funktion f haben wir somit ermittelt. Fehlt noch d. Wir bekommen d, indem wir den Wert von k in eine der beiden obigen Gleichungen einsetzen. Zum Beispiel in die erste Gleichung eingesetzt, ergibt sich also 8 ist gleich minus 2 mal 2 plus Dora. Minus 2 mal 2 gibt minus 4. Das heißt, nach Addition von plus 4 ergibt sich d ist gleich 12. Unsere Funktionsgleichung lautet also, f von x ist gleich minus 2 mal x plus 12.